Hauptstadt Sport TV, hier ist jeder Schritt eine Geschichte. Es ist ein ganz besonderer Tag für die kleinen Stars beim 33. Strauß-Pokal. Beim Eiskunstlaufen im Einzel der Altersklassen U7 bis Junioren sorgen vor allem die Läuferinnen und Läufer des SC Berlins für ganz bewegende Momente. So auch die 12-jährige Anastasia Koslowski, die hier mit ihrer Dreierkombination aus doppelter Lutz, Achsel-Achsel alle begeistert. Ich liebe es, auf dem Eis zu stehen, weil dann kann ich so laufen und springen und das macht mir richtig doll Spaß. Auch die Jury überzeugt sie mit ihrer tollen Leistung und landet verdient auf dem zweiten Platz. Beim Nachwuchs der Jungen zaubert Lukas Hanecker seine persönliche Bestleistung aufs Eis und holt sich in seiner Altersklasse den Gesamtsieg. Eiskunstläufer ist er schon sein Leben lang. Angefangen habe ich mit 2-3 Jahren. Da stand ich dann das erste Mal auf dem Eis. Und jetzt bin ich 8 Jahre dabei. Früh begonnen hat auch Anni Härte. Die Gewinnerin der Thüringer Meisterschaften läuft seit ihrem dritten Lebensjahr auf dem Eis und verkörpert in ihrer Kür eine ganz besondere Rolle. Also ich stelle Mulan dar und das ist eine Kriegerin. Das ist, glaube ich, aus asiatisch. Und da die Asiaten gerne auch mal so ein Dödel hier tragen, haben wir daraus die Frisur gemacht. Und das Kleid soll auch relativ kämpferisch dargestellt sein und deswegen gibt es hier auch einen Drachen. Und wie eine Kriegerin zeigt sich die 10-Jährige auf dem Eis und landet am Ende auf einem starken 4. Platz. So geht es für die 3 jungen Sportler bei diesem Wettkampf darum, wichtige Erfahrungen zu sammeln. Für die Kinder ist es auch immer wirklich sehr schön, auch einmal zu Hause laufen zu dürfen. Und damit meine ich wirklich nicht nur unser klassisches Training, was wir hier wirklich tagtäglich haben, sondern auch einmal wirklich diese präsentable Wettkampfleistung zu zeigen. Das konnten die Youngsters vom SC Berlin beim diesjährigen Strauß-Pokal mehr als unter Beweis stellen und zeigen, dass ihnen die Zukunft im Eiskunstlauf gehört.